So, aber wie komme ich denn jetzt in der entgegengesetzten Welt hier hin? Ich weiß es nicht. Theoretisch müsste ich ja in Anführungszeichen nur durch ein Portal und dann hier auch nochmal hinkommen. In der Theorie. In der Praxis bestimmt auch, aber die Frage ist, wo komme ich denn dann da hin und so weiter. Muss man mal gleich gucken. So, mal sehen. Ich meine, hier war doch ein Portal. Die Frage ist nur, ob ich hier rüber auch da reinkomme. Und ob ich darüber dann auch dahin komme, wo ich hin will. So viele Fragen. So, das ist offen. Theoretisch muss ich hier hoch, ne? Da oben ist ja auch eine Leiter. Ach, der trägt ja noch einen Helm. Jetzt nicht mehr. Warte. Gut. Ich weiß nicht, war ich da unten schon mal gewesen? Ich habe keine Ahnung. Da oben ist halt eine Leiter, die ich da halt runterstoßen könnte. Das wird hier mir nicht wehr. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ach, hier bin ich? Okay. Gut. Gut zu wissen. Yay, level up. Wie komme ich denn da weiter hoch? Muss doch da irgendwie einen Weg geben, wie ich da jetzt hochkomme, oder? Komme ich ja nicht durch. Und sonst habe ich hier auch nicht wirklich viele Möglichkeiten. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt da oben raufkomme. Verdammt. Kann ich mich auch noch 50 Mal an die Kante hängen? Ich weiß es nicht. Von einem anderen Ort aus weiß ich es nicht, ob ich da das dann schaffe, da dann hinzukommen. Ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Irgendwo muss das ja gehen, oder? Und wieder mit so einem Schattenportal, dass ich dann da irgendwie lande oder sowas, ich weiß es nicht. Moment. Ja. Ja, also ich sehe hier kein Portal. Außer ich kann das mit diesen komischen Schmetterstein-Gedöns-Dingens machen. Das sehr viel Energie freilässt. Aber das macht für mich eher den Eindruck, als wäre das irgendwie sowas wie diese Splitterbombe oder hast du nicht gesehen. Was? Alter, was hat denn das für Schaden gemacht hier? Zwei von denen sind schon ziemlich mies. Alter. Die haben mich umgehauen. Die Schweine. Aber wie komme ich denn da hin? It's mir Rätsel.
gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Wo war ich denn hier? Sieht mir fast so aus, als würde es hier richtig weitergehen. Wir haben hier auf jeden Fall ein Portal. Aber wo bringt mich das denn hin? Was für einen wirklichen Vorteil habe ich dadurch? Moment, bin ich hier nicht auch schon mal gewesen? Hier kam ich ja dann nicht lang, genau. Ein Schattenstein. Sieht für mich so ein bisschen so aus, als würde man hier zurückkommen, ja. Ah! Nein. Kette einholen. Jetzt hier nochmal. Zack. Mal das Geld rausreißen. Hier auch nochmal. So, und hier einen stückischen Stein. Den hatten wir so vorher noch nicht. Ist auf jeden Fall eine eingestürzte Tür. Also waren wir hier doch noch nicht so wirklich. Okay. Weil dieser Teil hier sieht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen, weißt du? Genau, das war ja das, wo ich mich gewundert habe, warum hier eine Schlüsseltür ist. So, ein drittes Portal. Ach, jetzt lande ich hier? Ist das denn? Hier haben wir Gedöns, wo ich einen Schattenstein verwenden könnte. Wir hätten das doch noch an anderer Stelle, oder? Hm. Muss wahrscheinlich jetzt noch die Lichtvariante bekämpft werden oder so. Ich weiß es nicht. Warte mal. Das bekämpfe ich mal eben schnell. Das ging erstaunlich schnell. Silbermünzen. Silbermünzen. Leots und noch mehr Leots. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Ins Nichts. Aber wir haben hier mehrere Portale, die hier einfach jetzt noch rumstehen. Hm. Aber wenn wir jetzt hier zwei Türme miteinander verbunden haben und wir haben zwei Meister, die wir besiegen sollen, dann sollen wir hier vielleicht auch zwei Meister gleichzeitig besiegen. Ob das dann quasi schon Endboss ist? Ich weiß es nicht. Muss ich mir ein paar Gedanken dazu machen, wenn ich hier die Zuneigung von Helena irgendwie aufs Maximum bringen will. So. Wo auch immer ich hier bin, es ist mir nicht ganz geheuer. Nee, wirklich nicht. Hier habe ich wieder so Schattenenergie. Aha, hier kann ich das Portal auch öffnen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin. Einmal ein paar Leots und ein paar Silbermünzen. Einmal ganz kurz hier Kistlein zerstören. Sogar was drin. Hey. Was wir hier jetzt noch nicht hatten, ist irgendwie Schriften darüber, über den Meister hier. Vielleicht waren das auch teilweise Schriften, die wir jetzt hier über den Keller erhalten hatten. Dass das eine Deutung auf den Meister sein sollte oder sowas. Yay, Level Up schon wieder. Ein Schattenstein. Hier ist was. Eine unlesbare, schmutzige Notiz.
irgendwie ein Lichtportal. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Stein hinwerfen kann. Ich bezweifle es irgendwie. Oh. Also einmal Helm weg. Nochmal Helm weg. Und dann drauf da. Und dasselbe jetzt nochmal. Einfach immer feste drauf da. Trifft ja kein Falschen. Und wirklich nicht. Ich mach mal vorsichtshalber erstmal einen hier. Habe ich sogar warmes Fleisch erhalten, sehr schön. Das ist immer noch nicht genug. So, nasses Fleisch. So, hier haben wir ein Lichtgedöns. Was bringt mir das jetzt hier, so viel herumzudingsen? Derzeit kann ich das noch nicht beantworten. Moment, der hat einen Helm. Brauche ich jetzt noch gar nicht hier einen Schlag aufladen. Theoretisch kann ich auch einfach an ihm vorbeilaufen. Oh, da ist hier eine Dingens. Mein Zeug. Noch so ein Freak. Hört doch nicht auf mit denen, ne? Wir sind hier jetzt einfach immer und überall. So. Easy. Keine Bedrohung. Eine Bedrohung ist immer gut. Ja, mir macht der eine Kettenraum dann noch zu bedenken. Hier führen keine Ketten durch. Aber wir haben da ein Loch dafür. Warum? Sehr kurios. Sehr, sehr kurios. Na gut, wird schon. Yay, Level Up! Schon wieder? Das geht ja im Moment echt zügig, zügig. Ein Level Up nach dem nächsten. Welches Level haben wir denn? 34. Noch keine weiteren Anlegplätze, aber wahrscheinlich mit dem nächsten Level. Ich gehe mal einfach davon aus. Ein Strahlstein. Das ist die Tür des Meisters. Düster Fackelmeister. Düster Fackel? Was sind beide Türme zusammen, dann Düster Fackel oder was? Unserer Forschungsgruppe wurde die Untersuchung zweier Meister aufgetragen. Es handelt sich um den Morgengrauenmeister und den Abendsternmeister. Sie können mit Fug und Recht als perfekte Kreaturen bezeichnet werden. Sie verfügen sowohl über eine gewaltige Angriffskraft als auch über hervorragende Abwehrtechniken, Licht und Dunkelheit. Dies sind in der Tat Waffen mit einzigartiger Wirkungskraft. Manche Kollegen stellten allerlei närrische Behauptungen bezüglich der verschwisterten Kräfte von Licht und Dunkelheit auf und wie zerstörerisch die wechselseitige Reaktion hoch wäre, doch wäre. Wie kommen sie nur auf derart abwegigen Unfug? Die Meister führen eine tadellose Klinge und perfekte Schilde. Derartige Panikmache bringt uns Gelehrte in Verruf. Es wäre sinnvoller, wenn sich diese Kollegen an einem unserer Experimente beteiligen würden.